Insofern, wenn du den Sport liebst, dann gib nicht auf. Es gibt immer einen Weg, hierher zu kommen, egal von welchem Niveau du kommst. Wenn du es wirklich willst, dann bleib dran, weil so bin ich hierher gekommen, ganz ehrlich. Und dich auch einfach dran zu gewöhnen, ja. Vor allem, wenn Ja, du, vor richtig, allem, wenn du richtig. aus einem Verein kommst, wo du vielleicht zwei, dreimal die Woche trainierst, Ja, hier, Mann. so, weißt du. Und dann kommst du da hin und du trainierst jeden Tag und du hast Unterricht. Und es ist eine super Transition. Ich bin richtig ready, jetzt zurückzugehen Ja, und Mann. einfach wieder in dieses Umfeld zu kommen. Das kann man nicht beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Es ist so ein Ja, das Umfeld, stimmt. das ist einfach verrückt. Was geht, Leute? Ist mal wieder ein neues Video und diesmal mal wieder auf Deutsch, weil sowohl die Annabelle als auch ich, wir kommen beide aus Deutschland und wir dachten uns, wir reden mal ein bisschen darüber, wie denn so der Frauenfußball im College ist, aus einer Perspektive von zwei Deutschen. Und Annabelle ist hier, um ihre Erfahrungen in 3 Jahren Amerika zu teilen. Und Annabelle, kannst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, damit jeder weiß, wer du bist? Ja, hi, ich bin Annabelle. Ich bin jetzt 22 Jahre alt. Ich bin 2019 in die USA gekommen, war zuerst 2 Jahre in einem Junior College und bin dann hier an die Life University transferiert, wo ich auch Remy kennengelernt habe. Ich studiere hier Exercise Science, was sowas wie also Sportwissenschaften ist im Grunde genommen. Und bin jetzt in meinem letzten Jahr hier am College in den USA. Okay, erste Frage, die ich an dich hätte, wäre, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du in die USA gegangen bist und wie kam überhaupt diese Idee? Also, okay, es gibt die Möglichkeit, Fußball mit Studium zu verbinden. Wie war das bei dir? Ich würde mal sagen, es war nicht ganz so traditionell bei mir, weil es sehr kurzfristig war, wenn es Sinn macht. Ich hatte mein Abitur in der Tasche, also fast, und wusste überhaupt nicht, was ich machen will. Ich wusste, dass ich mal raus aus Deutschland will, und ich wollte auch nicht direkt anfangen zu studieren, weil ich noch gar nicht so sicher war, was ich eigentlich machen will. Und dann bin ich selber auf die Idee gekommen, ja, was denn mit den USA? Ich war schon immer interessiert irgendwie so. Ich fand immer, ah, USA cool, habe immer gehört, die College-Kultur ist ganz cool da. Habe mich dann halt wirklich an den Computer gesetzt und selber einfach gegoogelt, die komischen Sachen. Wie finanziert man sich ein Studium in den USA? Wie läuft das Studium in den USA ab? Habe mich einfach selber wirklich dran gesetzt. Und zu diesem Moment warst du da noch, war das nach deinem Abi oder das war noch kurz vorm Abi? Das war also nach meinem schriftlichen, aber das war so während, Okay. ich glaube, der mündlichen Phase oder so kurz davor. Okay, Genau, also ja, und dann habe ich halt, ich wusste auch, dass ich nicht gleich anfangen will zu studieren. Das heißt, ich glaube, es war dann relativ klar, dass ich danach sozusagen so ein Gap Year mache. Ja, war Und bei mir auch so. Ich hatte damals auch ein Jahr zwischen Abi und dann tatsächlich dem Anfang in Amerika. genau, richtig wie bei mir auch. Und wie gesagt, in dem Jahr habe ich dann, ich habe gegoogelt, bin auf eine Organisation gekommen, habe dann Kontakt mit denen aufgenommen, versucht, meine Eltern zu überzeugen, dass das was ist, was gut für mich ist, was ich machen will. Und habe dann genau angefangen, sozusagen mit den Coaches zu reden von den Universitäten. Muss ehrlich sagen, die ersten Gespräche fand ich selber auch irgendwie, war ich so. Gehe ich jetzt überhaupt in die USA? Ist das was für mich? Weil ich irgendwie nicht so ein richtig gutes Gefühl hatte. Hatte ich ein Gespräch mit meinem Coach von meinem Junior College, das ich auch beinahe nicht gemacht hätte, weil ich mir sagte, ja, Junior College, zum Glück habe ich es gemacht. Ich hatte ein richtig gutes, also ich habe direkt während des Gesprächs hatte ich ein gutes Bauchgefühl, und irgendwie, das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. So, da hatte ich so eine Vision davon. Und bin dann tatsächlich auch im Endeffekt nach weiteren Gesprächen, habe dann gesagt, okay, ich committe da, und bin da hingegangen, und es war definitiv die beste Entscheidung, die ich treffen hätte können. Ja, ich finde es ganz spannend, dass du auch sagst, du warst erstmal ein bisschen skeptisch, wenn es kam, okay, Junior College, Ja. war bei mir genauso. Aber ja, dann sehr interessant auch deine Meinung zu hören, dass du halt da wirklich eine überragende Zeit hattest und Ja, ich halt nicht auch. nur das, also ich habe ganz viele von meinen Mitspielerinnen auch. Unglaubliche Talente, die spielen jetzt
William Carey, die hat da ein Fulbright zu William Carey, die war bei mir im Junior krass. College. Ich denke, das Junior College ist halt wirklich eine überragende Plattform, um dich in Amerika erstmal dir einen Namen zu machen, dich zu beweisen und von dort aus dann weiterzugehen aufs nächste Level. Und dich auch einfach dran zu gewöhnen, vor allem wenn du aus einem Verein kommst, wo du vielleicht 2-3 Mal die Woche trainierst, weißt du. Und dann kommst du da hin und du trainierst jeden Tag und du hast Unterricht. Und es ist eine super Transition. wenn du dich jetzt schon erwähnst, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, wie das alles hier in Amerika abläuft. Was würdest du denn so sagen, jetzt aus deiner Perspektive, Frauenfußball in Deutschland, Frauenfußball hier, was ist denn so eine Sache, an die du dich vielleicht umgewöhnen musstest oder was ist denn so ein Unterschied? Ich würde definitiv sagen, der Fußball in Amerika ist ein bisschen mehr auf Fitness ausgelegt. Also in einem Team, wenn du fit bist, hast du einfach viel bessere Chancen. Ja, ähnlich bei uns Jungs auch. Genau, es ist sicherlich auch physischer. Du machst hier viel Gewichtetraining. Es ist eine Routine, die du hast. Du trainierst jeden Tag Fußball, aber trainierst mindestens 2-3 Mal die Woche auch. Hast du Weights. Und ich finde es auch gut, dass wir Gewichte machen, weil für mich, ich finde es total wichtig auch, dass du Muskeln aufbaust und gerade wenn wir so viel trainieren, ist es wichtig, dass du nicht Muskelmasse verlierst, wenn du so viel rennst und alles mögliche und du trainierst. Und es gibt ja auch einfach einen Vorteil, wenn du stärker bist, im Zweikampf und auch sehr gut für Verletzungs-Prevention. Ja, wenn man schon über Verletzungen redet, hier in Amerika ist es ja normal, dass du ein Physio immer dabei hast, überall. Ja. Wie findest du das persönlich so aus deiner Erfahrung jetzt von Deutschland, dann hierher zu kommen und, ich sag mal, so ein professionelles Environment zu haben? Also das finde ich persönlich super cool, dass du einfach sagen kannst, dass im Generellen die ganze Umgebung um dich herum ist viel professioneller. Ja, auf jeden Fall. Du gehst zum Feld, du kriegst Trainingskleidung, du kriegst Rucksäcke, du hast so Trainingsjacken, also das ist zum Beispiel, das haben wir dieses Jahr bekommen, dass du hier so einfach so eine Trainingsjacke bekommst, das ziehst du andauernd an, du bist den ganzen Tag irgendwie in so Sachen, die dich als Teammitglied identifizieren, unterwegs. Ja, ich denke, man zieht es auch so oft an, weil man repräsentiert ja auch die Universität. Genau, also, das ist hier viel stärker als in Deutschland. In Deutschland sagst du nicht, Uni Freiburg, hallo, sondern es ist halt irgendwie so, Ja, man sieht es auch immer, wenn ich am Flughafen bin, wenn ich dann im Winter zurück nach Deutschland fliege oder so, man sieht dann immer die ganzen anderen Leute mit den Klamotten von anderen Universitäten. Ja. So, okay, der spielt da, die geht dahin. Genau, definitiv. Das ist halt einfach, es wirkt viel so, du hast so richtig so, du bist im Team, und wenn du, weißt, wenn du irgendwas brauchst, wenn du mal Muskelkater hast von der Session von gestern, kannst du einfach zu deinem Athletic Trainer gehen und du machst ein Eisbad oder du hast andere viele, viele Möglichkeiten. Der gibt dir eine Massage oder hat andere Möglichkeiten. Ja, genau. Also, okay, und dann, viel professioneller. Okay, du hast gesagt, du warst jetzt 2 Jahre, warst du beim Iowa Central in Iowa beim Junior College, bist dann jetzt hier bei der Life University gelandet, ist eine Uni in der NAIA. Was sind so da die Unterschiede deiner Meinung nach? Also am Community College war es natürlich ein bisschen kleiner. Die League, die ist sehr gut, also sehr gute Teams auch am Community College. Aber es ist schon so, dass ich jetzt an der 4-jährigen Universität doch, also das Niveau ist schon ein bisschen höher. Vor allem würde ich sagen, nicht mal, dass man sagt, hey, die Spieler sind so viel besser. Es ist eher so, dass man sagt, du hast viel mehr Spieler, die auf dem gleichen Niveau sind. Es ist mehr angeglichen. Das heißt, du sagst, du hast viele Spieler, die ein gutes Niveau haben. Was natürlich dazu auch führt, dass du viel mehr Konkurrenz hast und nicht einfach sagst, sondern du musst dich auch richtig beweisen. Ansonsten würde ich sagen, dass die Atmosphäre ist einfach anders. Eine 4-jährige Universität. Viele Leute sind viel unabhängiger als jetzt bei mir am Junior College. Wir waren alle sehr sehr eng, haben alle zusammengelebt auf dem Campus zusammen und hier ist es so, manche leben auf dem Campus, manche leben nicht auf dem Campus. Du hast einfach ich würde mal sagen, unabhängigeres Leben hier, was aber sicherlich auch viel Spaß macht. Was
viele Leute bestimmt auch interessiert ist. In Deutschland ist der Frauenfußball, da ist jetzt ja noch immer noch nicht der große Hype drum. Nach der EM, okay, da ist jetzt definitiv ein bisschen mehr Hype drum. Definitiv. Aber wie ist es denn hier in den USA, wo halt der Frauenfußball schon besser gefördert wird, würde ich mal sagen, und dann auch die Resultate kommen von der Frauennationalmannschaft immer. Wie ist es denn hier so, deine Erfahrung? Also es ist schon anders als in Deutschland, schon viel größer. Du merkst es ja, an jeder Universität gibt es im Grunde genommen eine Frauenmannschaft für Fußball. Und generell auch die League hier, also die Frauenliga für den Fußball, ist extrem groß, also bekannt, ja. Und die Leute kennen die Namen von den weiblichen Spielern, wohingegen, ich würde mal sagen, weniger der Population, die jetzt vielleicht nicht selber Fußball spielt, kennt die Namen der Männer. Yeah, aber die Frauen, also weißt, du kennst die Namen, du kennst Hope und dann und Morgan, du kennst die Namen, du hörst die und die Leute diskutieren, ah ja, und die wechselt jetzt dahin und die wechselt dahin. Das hört man da schon nicht. Das ist einfach nicht so. Du hast hier einfach, und viele der Spielerinnen, die tatsächlich auch professionell spielen, kommen ja von den Universitäten. Genau. Die kommen von den großen Universitäten, Stanford und UNC, also North Carolina. Und ich meine, ich weiß nicht, wer die englischen Spielerinnen verfolgt, aber zum Beispiel Alessia Russo, die war in North Carolina, die war in der Chapel Hill und ist da jetzt dann zu Manchester United gegangen. Aber genau, also sie hat genau diesen Weg gemacht. Sie ist in die USA gekommen und hier, du wirst größer. Der Frauenfußball, Fußball ist ein Frauensport hier, ja. Männer spielen natürlich auch, aber die Frauenmannschaft, irgendwie einfach größer. Die Leute kommen zu den Spielen, die schauen zu. Ich kenne auch viele von meinen Mitspielerinnen, oder eine meiner besten Freundinnen, die kommt aus England und sie ist tatsächlich hierher gekommen, um den Schritt zu machen, um professionell zu spielen. Also, und das ist einfach, du hast so viele Möglichkeiten von hier aus, weil du auch einfach während des Sommers, du kannst hier in Summer League spielen, das sind auch tatsächlich Teams, die haben eine richtig große Fanbase, ne? Also da haben die sicherlich ein paar tausend Zuschauer, die denen da zugucken, einfach während des Sommers, die haben da 10 Spiele und du trainierst jeden Tag intensiv auf einem hohen Niveau. Viele Leute, die von D1-Schulen kommen, die machen das. Und es ist einfach, du hast hier unglaubliche Möglichkeiten und du hast auch die Ressourcen hier für den Frauenfußball sind viel größer als in Deutschland, viel größer. Okay, es hört sich auf jeden Fall so an, als hättest du hier eine überragende Zeit gehabt oder hast immer noch. Aber du bist ja jetzt bald am Ende deines Studiums. Hast du den Plan, zurück nach Deutschland zu gehen oder kannst du dir das vorstellen, auch hier zu leben? Also ich persönlich jetzt würde gern nach Deutschland zurückgehen, einfach weil ich Deutschland liebe und meine Familie ist dort. Ich habe es total genossen, auch mal ein bisschen selbstständiger zu werden und mich natürlich auch ein bisschen selbstständig zu entwickeln. Aber ich möchte trotzdem auch vermisst zu Hause und einfach Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber um echt zu sein, habe ich selber auch noch nicht so einen Plan, was genau da mich erwartet. Vielleicht ein Master oder einfach arbeiten. Mein Degree ist da ja anerkannt. Ja, genau, das ist auch ganz wichtig. Also wenn man hier in den USA studiert und dann auch den Bachelor bekommt, hat man auch immer die Möglichkeit, zurück nach Deutschland zu gehen und dort seinen Master fertig zu machen. Und der Abschluss ist da sehr gut angesehen. Auch auf dem Jobmarkt, wenn du sagst, okay, du hast einen Bachelor in Amerika gemacht, ist natürlich auch sehr gut angesehen, weil das bedeutet, du bist eigenständig, du kannst Englisch sprechen. Das hat viele Vorteile auf jeden Fall. Ja, einfach, du hast die Erfahrung mit vielen Leuten auf verschiedensten Niveaus zusammenzuarbeiten. Ja, und es ist einfach eine Erfahrung, die machst du nicht, die kannst du nicht machen. Das sind Skills, die kriegst du auch nicht, wenn du immer nur in deinem gewohnten Umfeld bist. Also das ist schon. Ja. Und abschließend hätte ich jetzt noch eine Frage an dich. Wenn da jetzt gerade jemand zuguckt, die vielleicht überlegt, USA, Fußballstudio, Fußballstipendium, ist das überhaupt was für mich? Was wäre denn so ein Ratschlag, den du mit auf den Weg geben würdest? Also für mich auf jeden Fall probier's. Du, egal von welchem Niveau, ich bin selber jemand, ich komme nicht von einem sehr hohen Niveau, was zu Hause das Training angeht, aber ich habe Fußball einfach geliebt. Ich liebe es, ich finde den Sport super. Es macht mir super viel Spaß, den jeden Tag zu spielen. Hierher zu kommen hat eigentlich meine
meine Leidenschaft für den Sport einfach nur vergrößert. Insofern, wenn du den Sport liebst, dann gib nicht auf. Es gibt immer einen Weg, hierher zu kommen, egal von welchem Niveau du kommst. Wenn du es wirklich willst, dann bleib dran, weil so bin ich hierher gekommen, ganz ehrlich. Ja, genau. Also wie du sagst, probier es aus. Also was ich immer Leuten sage, viele Leute fragen mich oder kontaktieren mich, wenn sie unsicher sind, diesen großen Schritt zu wagen. Es ist ein sehr großer Schritt, aber probier es aus, sagt eigentlich alles. Also du hast immer die Möglichkeit, jederzeit wieder zurückzugehen, falls es dir nicht gefallen sollte. Aber es ist tatsächlich so, dass es in 80-90% der Fällen lieben es die Leute hier total und wollen hier auch die kompletten 4 Jahre bleiben. Aber die Möglichkeit besteht immer. Wenn es dir jetzt nach einem Jahr nicht gefällt oder nach einem halben Jahr, kannst du immer wieder zurückgehen nach Deutschland. Und du hast halt diese Erfahrung gemacht. Das ist eine einmalige Erfahrung, die kann man nicht immer wieder machen. Genau, das kannst du nicht sagen. Ich mach's in 5 Jahren, wenn ich mit meinem Studium fertig bin. Das ist und wie gesagt, du kannst, wenn es dir wirklich nicht gefällt und wenn du das Gefühl hast, ich fasse da einfach keinen Fuß, dann kann man immer sagen, hey, okay, ich probiere es zu Hause, aber dann hast du es gemacht. Und die Erfahrung, selbst die Erfahrung, die du dann gemacht hast, ich kenne so viele Leute, die gesagt haben, teilweise durch Verletzungen bedingt, haben gesagt, ich weiß nicht, ob ich nochmal kommen kann, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, ob ich spielen kann. Die sind alle zurückgekommen, weil die alle gesagt haben, ja, ich vermisse es irgendwie doch. Es ist auch immer, wenn du in der Winter, in der Sommerferien oder Winterferien nach Hause gehst, du so, ja, ich freue mich so nach Hause zu gehen. Bist du 3 Wochen zu Hause, denkst so, ich bin richtig ready, jetzt zurückzugehen und einfach wieder in dieses Umfeld zu kommen. Das kann man nicht beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Das ist so Umfeld, das ist einfach verrückt und tief. Ja, deswegen auf jeden Fall, probier es aus. Ja. Und das wäre jetzt alles gewesen. Ich danke dir sehr, dass du deine Erfahrungen hier teilst. Und bei irgendwelchen Fragen, wie immer, meldet euch gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Peace.